Mittelalter! Wir zeichnen diese Folge an einem Adventssonntag auf. Und da liegt es natürlich nahe, ein Weihnachtsthema zu nehmen. Wir haben uns für den Lebkuchen entschieden. Moment, den Lebkuchen, den kennt man natürlich vor allem vom Lebkuchenhaus aus dem Märchen Hänsel und Gretel. Aber mehr noch ist der Lebkuchen mit Weihnachten verbunden. Aber eigentlich nicht ursprünglich. Was es mit dem Lebkuchen auf sich hat und vor allem, wie das zum Mittelalter gehört, das erkläre ich in dieser Folge. Ursprünglich nahm man an, dass der Lebkuchen in der belgischen Stadt Dinant erfunden wurde. Von dort sei das Rezept dann nach Aachen gelangt, wo es leicht modifiziert wurde, und schließlich kam es in die Klöster Frankens. Doch die neuere Forschung sieht das etwas anders. Sie sieht eine Verbindung zwischen der Antike und dem Mittelalter, worauf auch der Name hindeuten würde. Das lateinische Libum für Fladen, Honigfladen, könnte demnach zu dem mittelhochdeutschen Wort Lebkuche oder Lebkuche geworden sein. Denkbar ist auch eine Zwischenstation über das mittelhochdeutsche Wort Leib für den Brotleib. Eine andere Bezeichnung war Lebezelte, abgeleitet von dem mittelhochdeutschen Wort Zelte für ein flaches Backwerk bzw. einen Fladen. Auf jeden Fall kann man also sagen, dass der Lebkuchen mit dem Wort Leben nichts zu tun hat. Der Lebkuchen wurde lateinisch auch als Panis Piperatus bezeichnet. Piper, das ist der Pfeffer, aber gemeint ist eigentlich nicht wirklich der Pfeffer, es war eine Sammelbezeichnung für alle exotischen Gewürze. In einer Handschrift vom Tegernsee aus dem zweiten Viertel des 11. Jahrhunderts wird das lateinische Wort Libum übersetzt mit Pfefferzeltum. Und das ist praktisch die Geburtsstunde des Pfefferkuchens. Was ist eigentlich Lebkuchen? In seiner ursprünglichen Form ist es ein Brotteig mit Honig, der mit Gewürzen, getrockneten Früchten, Nüssen und Mandeln verfeinert wurde. Ausgrabungen belegen, dass diese Form des Gebäcks bereits in den frühen Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens bekannt war. Auch die Griechen und die Römer kannten den Lebkuchen. Die Dichter Ovid und Horaz bezeichnen ihn gar als Speise der Götter. Die Germanen verwendeten Lebkuchen in Form sogenannter Gebildbrote, das heißt, er wurde in Tierform gebacken und das war dann eine Opfergabe für die Götter. Lebkuchen wurde auch in den sogenannten Rauhnächten gegessen, das sind die Nächte zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar. Lebkuchenkrümel ausgestreut sollten die Seelen der Verstorbenen besänftigen. Aus dem Frühmittelalter haben wir wenig schriftliche Zeugnisse über den Lebkuchen. Aber eines ist besonders interessant. Im Jahr 862 verfügte der westfränkische König Karl der Kahle, dass der Abtei von Saint-Denis Honig, Weizen und Eier zur Verfügung gestellt werden sollte, zur Herstellung von Gebäck für Ostern und Weihnachten. Und dabei dürfte es sich wohl um Lebkuchen gehandelt haben. Im Mittelalter wurde der Lebkuchen zu einer Art Modegebäck. Und verantwortlich dafür waren vor allem die Kreuzzüge. Denn durch sie gab es neue Handelswege, auf denen die Gewürze vom Orient nach Europa gelangen konnten. Auf der anderen Seite wurde genau für diese Kreuzzüge der Lebkuchen in großer Menge gebacken. Denn er war leicht haltbar und wurde zu einer Art Kraftriegel für die Kämpfenden. Lebkuchen war auch ein beliebtes Festtagsgebäck. Es wurde zur Taufe, zu Ostern, zu Nikolaus und zu Weihnachten verschenkt. Die Zutat Honig jedoch war von Anfang an eine teure Zutat. Denn zunächst musste sie von Zeidlern mühsam im Wald den Wildbienen abgetrotzt werden. Im Verlauf des Mittelalters ging man dann mehr und mehr zur Hausbienenhaltung über. Dennoch blieb ein Bienenvolk sehr wertvoll. Es hatte ungefähr den Wert einer Kuh. Und diesen Wert zeigen auch die vielen Bienensegen, in denen Gott gebeten wird, die Bienen zu beschützen auf ihrem Weg und sie auch sicher in den Bienenstock zurückzugeleiten. Wenn der Lebkuchen auch nicht von Mönchen erfunden worden ist, so waren die Klosterbäckereien doch ein wichtiger Produktionsort. Und da dort auch die Hostien gebacken wurden, lag es nahe, die Oblaten auch für den Lebkuchen zu verwenden. Denn so konnte der Teig auf dem Backblech nicht ankleben. Ja, und so waren der Oblaten-Lebkuchen erfunden.
Im Kloster St. Gallen nannte man die Honigfladen gar generell Oblata. Ich stehe jetzt vor der Nachbildung einer Lebzelterei im Schlossmuseum der bayerischen Stadt Ortenburg. In den mittelalterlichen Städten entstand der neue Beruf des Lebküchners oder Lebzelters. 1293 ist die erste Zunft in Schlesien belegt, 1395 der erste Lebküchner in der Stadt Nürnberg. 1487 soll gar Kaiser Friedrich III. Während eines Reichstags in Nürnberg fast 4000 Kinder mit Lebkuchen versorgt haben. Kinder jedoch, die so schon zu gehen vermögen, wie es in den Urkunden heißt, die also selbst schon gehen konnten. Tja, das war die Geschichte des Lebkuchens. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken. Ja, Lebkuchen und Weihnachten gehören natürlich untrennbar zusammen. Zu einem meiner ersten Videos auf diesem Kanal gehört eines über Weihnachten im Mittelalter und vor allem den Begriff Weihnachten. Schaut es euch an und wenn es euch gefällt, dann abonniert doch meinen Kanal und verpasst keine neue Folge mehr. Ich freue mich.